Guten Abend erstmal, Herr Professor Dr. Seeger. Wir freuen uns sehr, dass wir als kleiner Verein aus Berlin-Spandau namens FK Sribbeer Berlin, kann man kaum aussprechen, aber dass wir auch in diesem Jahr das Antrittsgeld bzw. die Antrittsgelder des Hallenfußballturnieres der G-Jugend in Höhe von 120 Euro spenden. Das dritte Mal bereits. Und ja, wir übergeben heute feierlich quasi die Spende, geben dann auch immer so eine Urkunde mit dazu, die haben wir auch schon vorhin aufgenommen, damit man auch sieht und weiß, worum es da geht. Und ich würde mal einfach an Sie die Frage stellen, ob Sie eine generelle Botschaft haben an die Menschen, die dann vielleicht sich das wieder mal anschauen und denen wir auch sagen, Mensch, ihr habt ein hohes Gut, Sport treiben zu dürfen. Hier auf der Station gibt es leider kranke Kinder. Ja, und da sieht man natürlich tagtäglich das Leid und vielleicht sagen Sie einfach ein paar Worte dazu. Bitte. Ich glaube, die wichtigste Botschaft, die wir zu übergeben haben, ist erstmal, dass wir uns sehr herzlich bedanken für die Spende. Wir sind hier in der Charité und wir haben sicherlich so 120 bis 150 Patienten, die wir pro Jahr mit einer onkologischen Erkrankung behandeln. Die Spende können wir sehr gut gebrauchen, gerade weil die Kinder eben über längere Zeit auch auf der Station liegen und in dieser Zeit sehr viel Betreuungsbedarf da ist, unter anderem auch um basteln zu können. Ja, diese kleinen Spenden sind das, was das Leben dann angenehmer macht für die Kinder auf der Station. Der besondere Dank gibt es besonders an den Fußballclub Serbia, weil dieser Fußballclub uns mittlerweile schon im dritten Jahr diese Spende zukommen lässt. Und gerade diese lange Betreuung durch den serbischen Fußballclub macht uns natürlich auch zum Teil ein bisschen stolz, dass diese Sportler eben auch an die kranken Kinder denken und nicht ganz im Hintergrund geraten.